Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute beschäftigen wir uns einmal mit der Seite, mit dem Heck und den Heck-Spoiler. Habe ich hier schon liegen. Schon geil. Ist das fett, Alter. Im letzten Video haben wir gesehen, ich habe die Front dran gebaut. Aber das ist alles ohne Halter, ohne alles. Das ist einfach nur einmal draufgeschoben. Hier Kotflügel haben wir auch einfach nur mal mit zwei. Ich kann den Motor aber aufmachen. Haben wir auch erstmal nur fixiert, sag ich mal. Das ist, hier sind keine Halter zwischen und so. Aber guck mal, wirklich Passgenauigkeit ist halt wirklich, wirklich top. Das gefällt mir mega, mega gut. Ich hatte in dem letzten Teil ja schon gesagt, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass ich viel spachteln muss oder sowas. Aber das ist hier echt gar nicht so, weil das wirklich einfach so 100% passt. Rein theoretisch hätte ich es gar nicht aus... Also wenn ich es gewusst hätte und würde das nicht videotechnisch begleiten wollen, hätte ich das einfach zum Lackierer stellen können. Unausgepackt, weil es echt brutal ist. Als ich den Teil abgedreht habe, haben wir natürlich auch gleich direkt die Seite auch einmal schon mal dran gehalten. Das zeige ich euch jetzt mal. Guckt euch das bitte an. Das hier ist ein Teil. Das liegt jetzt einfach nur so auf, weil ich habe keine großen Puffer für hier diese Gummipuffer, ne, die zwischen Auto und Wagenheber liegen. Wagenheber zwischen Auto und Bühne. Wir haben es einfach nochmal jetzt so dran gepackt. Aber guck mal hier zum Beispiel. Das ist jetzt lose, aber also Spaltmaß ist 100% geil. Wirklich 100% geil. Wir müssen einfach nur jetzt hier mit so ein bisschen Klettband. Wir werden uns jetzt einmal ums Heck kümmern und um den Spoiler. Ja, lass uns mal den Spoiler angucken. So. Ich habe das eben schon einmal aufgeschnitten, aber selber gesehen habe ich es noch nicht. Guckt euch das an, Alter. Ist das ein Schiff? Ist das fett, Alter. Oder? Ja. Geil? Findest du geil, findest du nicht geil? Ist cool, doch. Ja, ne? Mega. Das ist halt... Das ist Motorsport. Nur wohnt überdimensional. Ich sehe es gerade nur so von hinten, du siehst es gerade von der Seite. Soll ich dir das mal festhalten? Das macht er alleine. Aha. Warte, ich muss mal gucken. Guck mal. Junge. Ist das sexy, ey. Das ist doch sexy. Wir gucken mal, was da noch so ist. Ja, wie Weihnachten hier heute wieder. Ach, hier sieht man auch, wie der aufgebaut ist. Also an denjenigen, der das entworfen hat bei Oettinger. Traumtyp, wirklich. Ein Mann mit Geschmack oder vielleicht auch Frau. Alter, wie scharf dieses Messer ist, ne? Ganz vorsichtig. Filmtechnisch, wenn das manchmal nicht scharf ist oder ihr nicht genau das seht, was ihr gerade sehen wollt. Ich sehe es auch immer erst beim Schnitt, was Nelly da filmt. Sie hat das nicht gelernt, ne? Sie macht es mir zuliebe und hält die Kamera. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen berücksichtigen könnt. So, siehst du, jetzt kommen wir nämlich hier mit meinem Talent. Aber so, ja. Irgendwie. Ich glaube, ja, der könnte dann hier drauf liegen. Aber das ist jetzt die Frage, muss man das vorher abmontieren? Ich meine, wir werden jetzt eh nicht montieren, weil das muss ja alles noch lackiert werden und so. Ich will es ja halt nur Probe stecken, aber so, glaube ich, oder? Sieht das falsch aus? Warte, ich guck mir mal ganz kurz ein... Ich guck mir mal, sieht falsch aus? Nee, guck dir ganz kurz mal ein Bild an. Ich guck mir mal ein Bild an. Also bei Oettinger direkt kostet der Spoiler, hier die Seite, die ich gerade aufgerufen habe, 1390 Euro. Ist schon mit Mehrwertsteuer sogar. So, genau, das Ding geht so nach innen. Ich habe hier ein Bild, hier könnt ihr mal, könnt ihr das sehen? Ja, so in etwa. Ich bin mega glücklich, ey. Okay, das zu dem Spoiler. Da muss ich noch mal ganz genau gucken.
dann packen wir erstmal wieder den Karton rein. Das habe ich mir auch nicht angeguckt. Hier so ein bisschen Lego für Große. Ah, das wird auch irgendwas in Innenschale. Ah, ich glaube, sind das die Dinger? Weil ich muss ja, das werdet ihr dann in dem nächsten Video sehen. Wir müssen ja die Karosse zerschneiden, ne? Das hatte ich ja gesagt. Rechts. Ey, das ist sogar alles beschriftet. Also, das ist echt wirklich krass. Ich habe hier, guck mal, nur alleine. Ich habe hier so eine Tüte. Ich habe eine Tüte mit Schrauben, mit Halter und so weiter. Steht sogar schon drauf. Du brauchst gar nichts mehr suchen. Stoßstange und Kotflügel vorn. Mega. Es ist wirklich alles dabei. Alles für die komplette Woche. Aber hier hapert es beim Auspacken. Ich würde sagen. So, was steht jetzt hier drauf? Rechts. Jetzt die Frage. Sagt man rechts in die Richtung? Mhm. In Fahrtrichtung sagt man rechts, ne? Dann ist das falsch. Was ist das hier? Das könnte vermutlich. Ja. Das ist das, was dann hier weggeschnitten werden muss. Kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, ne? Wie sieht das Ding so aus? Da ist es. Ja, irgendwie so. Mega gut. Mega, mega gut. Okay, aber wir wollen jetzt heute mal das Heck machen. Das heißt, aber ich glaube, dafür werde ich auch was wegbauen müssen noch. So, ich weiß noch gar nicht, wo genau ich das unterpacke, das Material. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal eine Sequenz gedreht, wo wir den Heckdiffusor. Der liegt jetzt da, wo wir den einmal angehalten haben. Es hat aber erstens nicht gepasst, weil der Abstand hier nicht vernünftig passt. Und ja, den habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal ausgebaut. Für diejenigen, die zum Beispiel von GTI auf TCR umbauen wollen oder so. Das Ding sitzt hier drunter. Du hast da eine Schraube und hier eine Schraube. Die musst du lösen. Dann hast du da zwei Schrauben, die sitzen hier irgendwo in der Ecke, die musst du lösen und dann anfangen das Ding nach und nach halt rauszuklipsen an diesen Dingern. Ja, das nur mal, falls es jemand interessiert, als Information. Ich werde jetzt einmal gucken, dass ich die Rohre abgebaut bekomme, damit ich das Ding dann mal ja, mal wirklich Probe stecken kann. Ich bin gespannt. War auf jeden Fall gar nicht so leicht. Also, weil gerade mit dem Diffusor, ich musste mir auch gerade erstmal zwei, drei Videos bei YouTube angucken, wie das genau abgeht, weil ich habe diese beiden Schrauben, die, wie gesagt, hier an den Ecken sind, die habe ich nicht gefühlt. Dann kannst du natürlich rumreißen und ausklipsen, wie du willst, da passiert dann halt trotzdem nichts. Schwelle, die habe ich auch schon einmal abgebaut. Die sind, ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Seite ist, aber ist ja wurscht, nur zum Zeigen. Ist halt nur eine einzige Schraube und dann klopfst du vorne ganz vorsichtig mit dem Gummihammer in die Richtung, also nach hinten hin zum Wagen, weil hier sind so Nasen und ja, dann geht das alles raus. Muss man aber halt auch erstmal wissen. Ist echt brutal, aber es macht, umso anstrengender es wird, umso schneller man an seine Grenzen kommt, umso mehr Spaß macht mir das Ganze. Irgendwie ist halt ein bisschen schwierig alles, aber ja, das kriegen wir hin. So, als nächstes werde ich jetzt erstmal, war gerade echt ein Krampf weiter mit dem Heckdiffusor. Als nächstes werde ich jetzt einmal gucken, ob ich die Rohre, ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob die geschweißt sind oder ob ich die einfach, ob die mit einer Schelle fest sind. Ich glaube, die sind, sieht so aus, dass es mit einer Schelle fest ist. Werde ich die gleich einmal abziehen. Und wenn wir mal final das Heckteil dran halten. Wie gesagt, ich weiß nicht, in welches Video ich das jetzt mit reinschneide, weil ich habe jetzt schon ein paar gedreht und beim Material dann auch gemerkt,
dass ich nochmal einen Zusatz drehen muss, weil ich bei dem ersten Video zum Beispiel nicht, weil so weit sind wir schon, ich habe schon halt wie gesagt ein paar abgedreht, für den ersten Teil wollte ich nochmal so ein paar Ergänzungen machen, was ich in dem allerersten Video, wo wir es ausgepackt haben, das nicht so ganz so rübergebracht habe, wie ich es hätte eigentlich gerne rüberbringen wollen, damit ihr auch alle Informationen bekommt, die ich auch so habe. Irgendwie so. Die Werkzeugkiste hat sich auf jeden Fall bis jetzt schon mal bezahlt gemacht. So, jetzt haben wir das Ganze hier abgeschraubt und jetzt werde ich mal gucken, ob das Ding passte oder nicht. Schon geil. Jetzt natürlich erstmal nur provisorisch und noch hier zum Beispiel ist jetzt nicht richtig ausgemittelt und so, ne? Aber damit ihr mal seht, wie das ungefähr kommt. Und hier unter werden ja noch so Flaps geschraubt, auf der Seite und auch auf der Seite. Nach der Pott raus hängt. Schön die Bollicks. Geil. Wahrscheinlich eher so oder so. Ne? Aber das ist natürlich schon richtig nice. Ja, das war's. Nächste Video ist, ich werde jetzt einmal alles abbauen quasi. Auf der anderen Seite noch einmal schnell ein bisschen Probe stecken, halt für mich, für mein Gewissen. Und dann geht's auch schon, dass wir zu der Firma Riss fahren und einmal die Karosse zerschneiden. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wir zerschneiden heute meinen 3 Jahre alten Golf. Schon ein echt komisches Gefühl und habe ich auch wirklich lange drüber nachgedacht. Aber meine Eltern haben früher immer gesagt, wer schön sein will, muss leiden. Und heute ist es soweit.